Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu Metal Gear Solid 4. Diesmal nicht direkt in-game, sondern nochmal im Startbildschirm. Und ich weiß, es kam lange Zeit nichts. Das liegt daran, dass es war nicht mal meine Schuld, dass es in Metal Gear Solid 4 ein Update gab, ein Repatch Version 2.0. Ja, und zwar fehlt hier unten direkt der MGO-Bereich und es wurden Trophäen im Nachhinein in das Spiel eingebaut. Warum erst so spät? Ich meine, das Spiel ist fast 5 Jahre alt. Fragt mich nicht. Ist auf jeden Fall so. Und ich habe mir zudem gedacht, weil am Anfang die Meldung kam, sie können ihre alten Spielstände nicht verwenden, um Trophäen zu gewinnen. Aber so die Überlegung, wäre eigentlich schon cool, wenn so beim Durchspielen mit euch oben rechts immer so die Trophäen erscheinen, wenn wir was geschafft haben, habe ich tatsächlich gerade den kompletten Akt 1 und Akt 2 hier, seht ihr es nochmal? Also das ist unser erster Spielstand mit 17 Stunden. Warum 17 Stunden? 17 Stunden? Achso, stimmt, weil ich das eine Mal leider PlayStation angelassen habe. Ja, ihr seht schon so kleine Unterschiede. 51.000, hier habe ich mittlerweile, glaube ich, 80.000. Nochmal bis zur gleichen Stelle gespielt, genau da, wo wir aufgehört haben, aber halt auf einem neuen Spielstand, damit die Trophäen übertragen werden. Schreibt mir aber bitte in die Kommentare, ob das okay ist für euch, wenn wir das auf einem neuen Spielstand machen. Es kommen halt gewisse Sachen durcheinander, zum Beispiel habe ich viele Waffen noch gar nicht gekauft, da ich da sehr stark durchgerusht bin. Und auch wie ich euch erzählt hatte, dass man die Trophäen bekommt, wenn man die Bossgegner nur mit Betäubungsmunition tötet, wie zum Beispiel unsere Frog-Soldaten aus Akt 1. Was ich ja nicht getan habe. Das habe ich in diesem Durchlauf gemacht. Also ich habe bisher mit keiner anderen Waffe gespielt, eigentlich außer der MK2. Und am Anfang habe ich, glaube ich, auch nur 6 Leute getötet, weil ich da einmal in der Alarmphase gekommen bin und ein bisschen angepisst war. Habe ich 6 Gegner umgeratzt. Ansonsten habe ich noch keinen hier getötet. Und ja, dann spielen wir nämlich jetzt einfach hier weiter. Den Camouflageanzug haben wir uns besorgt, damit die hier uns nicht sehen. Und ich weiß auch eigentlich schon, dass hier vorne... Ja, ich weiß. Ja, klar, ich. Dass hier vorne Gegner kommen. Bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Beim zweiten Mal durchrushen wusste ich ja irgendwie nochmal, wo alle Leute stehen und so. Das fiel mir dann ein bisschen einfacher. Dass ich da mit 1,5 Stunden im ersten Akt gut durchkam. Weg. Weg. Aber war Glück, dass der mich gesehen hat, aber nicht direkt erkannt hat. Hier steht ja noch irgendwo einer. Da stehen noch 2 sogar. Nummer 1. Und... Ja, ich muss jetzt zumindest umnocken, weil das Problem ist, wenn ich die anschieße... Dann kriegen die zwar irgendwas mit, drehen sich rum, fallen danach in Ohnmacht, schieße ich aber an denen vorbei. Dann lösen die halt Alarm aus. Ja, sag never mind. Ganz ruhig. Ja. Okay, er läuft sogar weg. Und deswegen hitte ich die einmal an, dann drehen die sich zwar in meine Richtung. Lösen aber schon nicht Vorsicht oder Alarm aus. Sondern fallen einfach nur in Ohnmacht. Haben wir doch gut gemacht. Achso, meine Milizkumpels hier haben übrigens auch überlebt. Die habe ich ja beim ersten Mal ein bisschen abmurksen lassen. Habe ich diesmal darauf geachtet, dass die überleben. Und das ist eine sehr ekelhafte Stelle hier. Also allgemein dieser Part. Weil hier sehr viele... Genau. Gegner. Ah, versteckt um die Ecke stehen. Ich hoffe mal, den kriegt ihr ausgeschaltet. Da vorne zum Beispiel sitzt auch wieder einer. Ich auch einfach mal anhitten werde. Den auch. Ah! Arsch.
Wow. Alter. Das war jetzt... Da haben die ihn nicht getötet bekommen. Das fand ich jetzt aber nicht okay. Geh mal kurz in den Kartonmodus. Ja, auf einen neuen Feind gestoßen ist gut. Ich sehe genauso aus wie die anderen. Och Mann, ey, das nervt mich jetzt. Oh. Ich hoffe mal, das geht so von der Tonqualität. Ich melde mich mal einfach sofort wieder. Dann kann ich nämlich in einem mal kurz den Ton kontrollieren. Und dann, wenn die Ausweichzeit auch noch vorbei ist. Bis später. Ja, da bin ich wieder. Mit dem im Karton verstecken hat jetzt nicht ganz so gut funktioniert. Ich habe dafür mal den Ton so ein bisschen angepasst. Im Endeffekt habe ich sie alle umgenietet. Mit der MK2 allerdings. Und habe deswegen den Alarm gerade beendet. Geht auch. Ist zwar nicht die feine englische Art, aber... In einem Shooter sollte man da auch nicht allzu viel Wert drauf legen. Auf Höflichkeit. Ich meine, ich kann den natürlich höflich in den Kopf schießen, aber... Und meine Angst ist eigentlich gerade, dass hier die Frog-Soldaten sitzen, welche ich nicht auf meinem Dings bekomme. Ja, weil in diesem Abschnitt sitzen Frog-Soldaten. Boah, ein Monsterbaum. In diesem Abschnitt sitzen nachher Frog-Soldaten, welche mich sehen bzw. hören können. Und deswegen muss ich mein Solid Eye ausmachen. Ich glaube, das teilt mir... Oder kann jetzt auch mit? Who is this? Snake. That voice. There's an ambush ahead. Government and PMC troops. You could be shot from anywhere. Watch your surroundings. Look to the distance. Is this Jack? Jack is dead. Snake, I'm at your side. Wait. Ja, das war... Oder es war vermutet, dass das Jack ist, also Raiden aus dem zweiten Teil. Und wie er uns gerade schon mitgeteilt hat, da vorne an das Anwesen, wo wir hinwollen. Ja, me again. Da sind überall... Da vorne sind überall Sniper und... MG-Geschütze, deswegen laufen wir hier ein bisschen sneaky außenrum. Auch nicht gerade der offensichtlichste Weg, dass man hier lang kann. Geht aber. Ja, ja, alter Mann. By the way, ich habe das Spiel schon, ohne gesehen zu werden und ohne einen zu töten, zusammen in einem Durchlauf durchgespielt. Also, ist jetzt nicht so, dass ich hier nicht irgendwie die Schleichwege kenne, um hier durchzukommen. Danke. Und mich dünkt, ich müsste mir gleich mal wieder Munition besorgen. Hä? Ist hier nicht getroffen? Jetzt. Boah, Snake, ey, du bist ja voll im Arsch. Ja, nimm Kompresse. Noch ein Schuss fällt mir gerade auf. Perfekt. Gehen wir mal kurz in Drevins Laden. Und besorgen uns ein bisschen Munition für die MK2. So, und zwar stehen hier vorne um die Ecke die beiden Sniper. Ganz ekelhaft versteckt, da liegen sie. Da würde ich mir mal gerade das Messer verholen. Die wahrscheinlich ganz einfach. Ach, da hat er mich doch noch gesehen. Scheiße. Na, egal. Wir spielen das ja nicht ohne Alarmphasen durch. Ja, wo lang kommst du? Rechts lang oder links lang? Links lang. Lauf, 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 lauf. Was? Was, 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 was? Wer, wie, wo, was, da? Ah. Komm, ich hab dich erwischt. Danke.
Genau. Gut so. Dankeschön. Ein bisschen Skill habe ich anscheinend wiedergefunden. Ah. Oh, ich habe jetzt nicht eine Schnauze voll, ich nehme jetzt eine Ration. Passt doch. Wir spielen das Spiel ja normal durch und nicht irgendwie in einem Hardcore-Modus. Hier könnten wir uns ein paar Gegner für klauen, indem wir die von hier oben einfach... Oder kommt der bis da unten? Perfekt. Hier kommen jetzt gleich sowieso fast unendlich Gegner. Deswegen ist hier eine reine Durchsneak-Aktion. Andernfalls wird man hier ziemlich gesehen. Einer. Na komm. Also ich habe mir vorgenommen, dass...